Wir werden Zeuge, liebe Schwestern und Brüder, einer weiteren Berufungsgeschichte eines Propheten, wenn auch nur in einem kleinen Ausschnitt. Denn im Gegensatz zum Propheten Jesaja oder Jeremia erstreckt sich diese Berufung des Propheten Ezechiel über drei ganze Kapitel. Wir hören heute einen kleinen Ausschnitt. Es ist 35 Jahre nach der Berufung Jeremias. Das Volk Israel ist zum Großteil nach Babylon verschleppt. Auch dieser Tempelpriester mit dem Namen Ezechiel. Aber es ist bemerkenswert, dass ihm die Berufung dort in diesem fremden Land, das von fremden Göttern dominiert wird, das also ein unreines Land ist, dass ihm die Berufung genau dort widerfährt. Der Priester des Tempels in Jerusalem hat also zu lernen, dass Gott sich bindet, aber nicht an den Ort, nicht an den Tempel in Jerusalem. Wir müssen uns richtig hineindenken, ja hineinknien, um das Erstaunliche daran zu verstehen. Denn die große Erschütterung besteht ja darin, dass Gott zwar seinen Namen in diesem Tempel wohnen lässt und eine Zusage macht, aber dass dieser Tempel zerstört und seine Mauern geschleift wurden. Und dann dies. Mitten im Land der Verbannung, in einem, nochmals gesagt, unreinen Land, mit fremden Kulten und Göttern, zeigt sich der Gott Israels in dieser, wie es Ezechiel selber zugibt, beinahe unbeschreiblichen Herrlichkeit. Gott ist also treu. Er bindet sich an die Menschen. Er bleibt treu auch einem Volk, das er selber ins Exil geschickt hat, aufgrund seiner eigenen Untreue. Welch großes Potenzial des Trostes liegt darin auch für uns? Ich meine, niemand wird mir ernsthaft behaupten, dass wir hier in einem christlichen Land wohnten, wo kaum noch die Hälfte zu einer christlichen Konfession dazugehören. Und wenn man das recht beobachtet, nehmen auch hier fremde Kulte Überhand. Und in diesem Fall meine ich nicht den Islam, sondern alles Mögliche. Heute Morgen las ich die rechte Bemerkung, die der Pfarrer von Ars einmal gemacht hat, man lasse ein Dorf 20 Jahre ohne Priester und die Leute werden die Tiere anbeten. Soweit ist es bei uns noch nicht, aber wenn man die Meldung des Sommerlochs zu den Elfen auf der A2 gelesen hat, dann weiß man ungefähr, was die Leute alles bereit sind zu glauben. Da gab es eine Beraterin, nur zur Information, falls Sie es nicht gelesen haben, die hat jetzt doch den Elfen Einfluss auf diesem Abschnitt der A2 Richtung Hannover verschlossen, sodass die dort nicht mehr wirken können. Das wird berichtet in unseren Medien. Man hält es fast für eine erfundene oder ein wenig verwirrte Geschichte, aber auch das ist unsere Wirklichkeit. Also, wenn wir versuchen, Gott treu zu sein, Gott löst sich nie von uns, auch in unserem verwirrten und immer mehr verrückten Land. Gott bleibt treu der Bindung, die er selber eingegangen ist. Denn, wie es der heilige Paulus sagt, er kann sich selber nicht untreu werden.